Hallo und herzlich willkommen zurück in Veggieheim. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und auch heute wird wieder kräftig in die Hände gespuckt. Wie immer an dieser Stelle herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Gemüse-Challenge. Und wer die gestrige Folge gesehen hat, der hat ja mitbekommen, dass wir hier oder dass ich oder wir machen das ja immer zusammen, ein Portal-Hub angefangen haben zu bauen. Und ich habe es jetzt eine ganze Weile laufen lassen. Ihr könnt es wahrscheinlich unten schon im kleinen Fensterchen sehen. Da der Baum ist mittlerweile echt nach oben gesprossen. Also das hat super funktioniert. Bin ich ganz happy drüber. Ich hatte ein bisschen Bedenken gehabt, dass das nachher nicht funktioniert. Aber es war alles super. Also wirklich klasse. Ich möchte das Ganze heute weitermachen mit euch, weil es gibt noch einiges zu tun. Ich war in der Zwischenzeit auch schon mal unterwegs und habe die Portale noch ausgetauscht, die ich bis jetzt her habe, sodass man von hier aus wirklich auch an die Punkte kommt, wo man hinkommen möchte. Fehlen natürlich noch so ein paar einzelne Punkte, wo aber noch gar keine Portale stehen. Von daher ist es nicht weiter tragisch. So, ich würde sagen, genug gesammelt, in die Hände gespuckt und ab dafür. So, also das Einzige, was ich noch gemacht habe, ich habe die Konstruktion, die ich gestern angefangen hatte, noch weitergeführt, beziehungsweise soweit schon mal fertig gemacht. Ihr seht es ja hier. Und also ich finde, es sieht echt klasse aus. Ich will mich ja selber nicht loben, aber das ist schon eine geile Nummer. Also mir gefällt es mega. So, was machen wir heute? Ja, portalemäßig gibt es erstmal nicht weiter viel zu tun, dass wir noch welche aufstellen. Das kann ich auch immer ohne euch machen. Da müsst ihr nicht unbedingt dabei sein. Ich würde aber trotzdem mal schauen, wie wir das Ganze jetzt einfach hier noch ein bisschen weiter ja, ausbauen können, verzieren können. Was macht Sinn? Und ja, lasst uns einfach mal schauen. Also, was mir gestern noch so eingefallen ist, ja, ob man das Ganze hier vielleicht noch mit diesen Kreuzen irgendwie. Ne, funktioniert nicht. Gut, habe ich mir schon gedacht. Aber vielleicht kann man hier das Ganze noch mit dem Baum irgendwie verbinden, ja. Seht ihr das? Ja, genau. Oh, für mich sieht das so aus, als ob das gut verbunden wäre mit dem Baum, ne? Also würde ich sagen, machen wir das einmal rundherum. Ist natürlich jetzt ein bisschen kniffelig, hier auch in die richtige Ecke zu kommen. Ja, da geht es nämlich schon los. Dann machen wir es einfach so, da können wir nämlich hier mal schön dran snappen. Ja, ist nicht ganz so einfach. Ja, also ich muss ja gerade sagen, ich weiß doch nicht, warum das gerade nicht funktioniert. Ich komme hier nicht an den Snap Point dran. Na, das will nicht so ganz gerade. Wir gucken mal, dass wir den nächsten erwischen. Oh, das ist gerade aber auch echt verflixt, ne? Wieso komme ich denn da nicht dran, Freunde? Was mache ich denn hier verkehrt? Was ist denn mein Problem? So, jetzt muss die Welt natürlich erstmal wieder speichern. Das darf ja auch nicht fehlen. So. Warse gemurks. Hier muss man einfach mal hier so ein Treppchen hinbauen und dann klappt es auch mit dem Nachbarn, hoffe ich doch. Ich muss jetzt kein Holz mehr reinstecken. Natürlich nicht, ne? Also das verstehe ich gerade nicht. Das hat doch echt gut funktioniert gerade. Aber warum funktioniert es hier jetzt nicht? Immer so ein Gemurks. Ich habe das jetzt gesehen. Ich will das so haben. Ey. Was ist denn da los? Guck doch mal hier, wie geil das aussieht, wenn das alles noch so zentral an dem Baum dran hängt. Muss doch machen zum, zum. Es muss doch funktionieren. Weißt du mal, was wir machen? Wir machen mal den hier weg. Ach, hör auf, blockiert, nur weil ich da stehe. Kann doch gar nicht sein. So.
Ach, jetzt ist doch wieder ein Gehüpfe hier. Lauf doch einfach. So, jetzt schauen wir doch mal, ob wir den hier hinkriegen. Ich krieg den Snap-Point nicht. Gibt's doch nicht. Und unten drunter? So, andere Idee. Passt mal auf. Ich glaube, das kriegen wir auch anders gelöst. Wir machen das mal so, weil hier unten kriege ich den nämlich spielend, ja? So, und vielleicht kriege ich den dann dahin. Da muss man sich halt mit so Behelfsbalken irgendwie behelfen, deswegen heißen die ja so. Wenn man auch ständig runterfällt. Warum ist das so? Da tut sich nichts, ne? Also das gibt's doch nicht. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht richtig, ja? Also ich habe den jetzt mal, der snappt aber jetzt an den unteren Balken und ich glaube nicht, dass das gut aussieht. Ja, das sieht halt. Das ist nix. Das ist gar nichts. Okay, da müssen wir noch ein bisschen knobeln. Wie ist denn das, wenn wir hier noch den Balken hinsetzen? Auch hier snappt nichts, ne? Gibt's doch nicht. Das passt mir auch nicht. Das ist nichts. Wieso geht es nicht, Freunde? Mann, das hätte so schön ausgesehen. Warum funktioniert das bei dem einen und bei dem anderen nicht? Und ach, das ist echt. Das ist krüppelig. Ja, das ist echt krüppelig. Guckt euch das mal an hier. Ich komme nirgendwo mehr an einem Snap-Point dran. Wieso hat das hier funktioniert? Guck mal, wie gut das hier reingesnappt hat. Aber hier nix. Gibt's doch nicht. Mir fällt das aber auch schwer, dann immer so zu akzeptieren, ne? Vielleicht ist es doch einfach, weil der Baum. Guck mal, wie scheiße das aussieht. Mann, ey, ich will das so haben. Ach, wisst ihr was? Wir machen's weg. Da hab ich nicht so Nerv zu. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Das macht für mich gar keinen Sinn, jetzt hier eine Folge lang nur rumzuprobieren. Meine ich. Kein Bock drauf. Ende Gelände. So. Jetzt habe ich schon wieder kein Futter mehr. Lasst mal eben was snacken. Und dann lasst mal was anderes ausprobieren. Vielleicht geht das so, wenn ich das einmal mit den kurzen Beams mache. Ja. Guck mal so. So, ja, da geht's, ne? Ja, das ist aber, glaube ich, auch tatsächlich dem geschuldet, dass der Baum sich einfach bewegt. Oder dass das irgendwie in dem Moment nicht richtig greift. So, guck mal so. Nee, Quatsch. So nicht. So? Nee, so auch nicht. Doch. Doch so. Lass mal schauen, wie das aussieht. Ob das überhaupt einen Mehrwert bringt. Ja, kann ja sein, dass es voll knecker aussieht, aber nee, ich finde, das sieht gut aus. Ja, der ist halt nicht hundertprozentig mittig, ne? Da sieht man es dann halt ganz deutlich. So, und wenn wir das jetzt nochmal versuchen, ja. Aha, guck mal an. Da geht's. Ist ja irre.
Ach, jetzt ist das Dings wieder leer. Also, der Hammer wieder kaputt. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe schon so viele Sachen hier gebaut, auch mit Dev Commands und ohne Dev Commands und wirklich hin und her, aber dieses Bausystem, manchmal bringt es mich zur Weißglut und auf der anderen Seite erstaunt es mich wieder, warum es dann auf einmal auf so einem ganz komischen Weg funktioniert. Manchmal erschließt sich mir oft einfach nicht. Mir fehlt da so ein bisschen die Logik dahinter, aber vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, deswegen muss ich einfach immer wieder mal hin und her probieren, um das dann auch einfach so hinzubekommen. Ja, weil irgendwie ist das dann auch wieder nicht mittig. Und ich meine, klar, es muss nicht immer alles schön symmetrisch sein. Und aber manch einer, der wird da total von getriggert, wenn das nicht so ist, ja. So, guck mal, jetzt machen wir hier noch den. Ja. Dann machen wir diese ganzen Behelfsbalken wieder weg. So, leichte Startschwierigkeiten, aber haben wir ja, glaube ich, gerade ganz gut gelöst bekommen. So, jetzt ist natürlich. Habe ich Tasche voll? Nee. Mann, ey, komm her jetzt. Du sollst mal automatisch einsammeln. Was macht's? Das liegt einfach nur doof rum und wird nicht aufgehoben. So, jetzt aber genug gemosert. Weiter geht's. Aber 10 Minuten lang hier rumgeeiert. Also wirklich vom Allerdümmsten. Ja. So, die können wir auch erstmal wieder wegmachen hier. Komische Treppe da. Hätte ich mir auch sparen können. Käse. So. Was machen wir als nächstes? Also, was ich mir noch überlegt habe, was ich eigentlich auch mal ganz cool finde, ist, wenn man erstmal diesen dämlichen Busch hier wegmacht, der mich stört. Weg! Und jetzt will ich mal gucken, ob man das Ganze so ein bisschen verwurzeln kann. Und zwar. Wenn wir das mal hier jetzt einfach mal hier so ransnappen lassen, ja. So, das muss auch nicht regelmäßig sein, das darf auch gern anders aussehen. So, meinetwegen so und das so und so und hier genauso, ja. Also wie als ob das so eine Wurzel wäre. Ihr seht es ja selber, ne? Ist natürlich jetzt nicht so einfach, das Ganze so ein bisschen zu versenken. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen nachhelfen, aber das muss ja auch nicht alles gerade sein. Ja. Idealerweise kann man nachher auch noch drüber laufen. So, wenn ich jetzt hier so ein Ding habe, ja, dann setze ich mir einfach hier noch so ein Teil dran. Ja, und dann läuft es auch hier runter. Ja, also genauso hier. Nee, da. Ja, versteht ihr, was ich meine? Also, es müsste eigentlich klar sein, ne? Das heißt, hier ist ein Staatsohr. Was bist du denn hier? Bist du für ein doofer Baumstumpf? Geh mal weg da. So, wenn ich jetzt hier mal den Busch wegkloppe. Ja. Dann sieht man es nämlich, glaube ich, noch ein bisschen besser. Ja, und dann kannst du nämlich hier auch weitermachen und kannst hier noch das Ganze noch ein bisschen weiter hier unten versenken. Ja. Das ist ja doof, das sieht jetzt überhaupt gar niemand mehr. Aber wisst ihr, was ich meine? Hier einfach so Wurzel-like, als ob das Ganze hier so dazugehört. Und ich finde, von oben sieht das halt auch cool aus, ne? Also, so. Ich mal so sagen. Also mir gefällt das. So, der war ein bisschen doof. Ja, und so zieht man das dann einfach immer drumherum. Genau, da guckt er raus. Man kann das nachher natürlich noch ein bisschen mit der Ebene angleichen, sodass es noch ein bisschen mehr rauskommt. Aber man sollte halt auch tatsächlich darauf achten, finde ich. So, passt mal auf, was man hier nämlich noch machen kann. Dann kannst du nämlich den hier.
Nee, kannst du nicht. so bauen, dass man nachher auch noch drüber laufen kann, da nicht immer so dumm dann drüber hüpfen muss. Das ist, glaube ich, nämlich dann nicht so zielführend. Genau. Und so kann man das dann immer weiter drumherum ziehen. Aber habe ich hier Besuch? Oder was ist hier los? Habe ich was nicht mitgekriegt? Eindringlinge? Eindringlinge? Wo? Hallo? Also mir war gerade so, als ob einer mit einem Stein an mir geschmissen hat. Wer weiß, was ich gerade für Gespenster sehe. Jo. Ich werde das natürlich im Nachgang noch ein bisschen ausführen. Da müsst ihr jetzt nicht unbedingt dabei sein. Und werde euch das dann auch dementsprechend präsentieren können. Jetzt wollte ich aber mal schauen, was man noch so machen kann. Ohne dass es jetzt gleich überladen wirkt. Ich wollte auf jeden Fall nochmal Holzfackeln setzen. Harz. Wir brauchen Harz. Harz habe ich in rauen Mengen. Ich weiß noch nicht wo. Mal hier. Guck dir mal an. So, das war auch sehr sinnbefreit, aber egal. Da wollen wir mal ein bisschen Beleuchtung hier reinzimmern, weil ich finde, das muss auch sein. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier immer eine Fackel hinsetzt. Die werden wir natürlich später alle nochmal austauschen, ja. Aber es soll jetzt erstmal nur Holzfackeln sein, sodass es grundsätzlich beleuchtet ist. Und wir da auch dementsprechend nicht hier so im Dunkel rumtapsen müssen. Oh, kein Holz mehr. Ey, guckt mal, was ich hier an Holz schon versemmelt habe, ne? Also es ist unglaublich. Ich habe da, glaube ich, einen ganzen Tag für gefarmt. Ich habe da so ein Location, wo ich nur am Rumzimmern bin und wo ich den Wald abreißen kann, weil ich finde das schon schön, wenn Wald hier ist. Ich muss das nachher nicht dann immer aufforsten müssen. Fühle ich mich immer genötigt dazu. So, das können wir hier machen und ich finde, dann können wir hier, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Licht machen, dass der Baum an sich ein bisschen beleuchtet ist. Ich würde hier vor jedem einsetzen. Sobald man dann nochmal die Eisenfackeln irgendwie bauen kann, werde ich das natürlich austauschen, weil ich das viel geiler finde. Vor allen Dingen, wenn du es nachher auch noch farblich machen kannst, in Blau und Grün. Aber bis dahin, das dauert noch ein bisschen, bis es soweit ist. Da müssen wir aber erst nochmal ganz viel Schläge einstecken. Na komm, den setzen wir einfach mal Freestyle hier hin. So. Ja, also für mich sieht das erstmal ganz gut aus. So, mit dem, ich werde das natürlich nicht rundrum ziehen mit diesen Wurzeln, sondern weil es da hinten macht das nicht so Sinn. Aber gerade hier so an der Kante hier finde ich das schon sehr geil. Ich glaube, wir machen es doch noch eben jetzt, weil ich es eigentlich gerne fertigstellen möchte mit euch heute. Ja, habe ich ja ganz vergessen. Man kann ja auch die kleinen nehmen, ne? So, aber wir brauchen trotzdem mal eine gescheite Ausgangsbasis hier. So. So, guck dir mal, genau. Dann kannst du hier nämlich noch einen runtersetzen. Und da kann man hier vielleicht komplett senkrecht runtersetzen. Da komme ich irgendwie da dran, ne? Naja, gut, ist auch nicht schlimm. Dann machen wir den halt hier hin. So, dann setzt man den halt so hin.
Dann kannst du den auch wieder wegnehmen. So einfach geht das nämlich. Ja? Wenn es nicht willig ist, dann halt so. So, hier hatte ich da auch irgendwo noch einen. Ne? Dann nehmen wir erstmal den hier. Dann können wir hier auch noch einen hinsetzen. So, und da würde ich, glaube ich, auch noch einen hinsetzen wollen. Also hier, so in der Richtung. Nein, schon wieder kein Holz mehr. Das gibt's doch nicht. Ja, das kommt davon, wenn man so Fets macht, ne? Mit so ein bisschen viel Holz hier rumarbeiten und so. Dann geht das halt schon mal schnell aus. So, jetzt aber. Wo war's denn? Ach da, genau. Hier, genau. Und dann geht der hier runter. Und die beiden treffen sich da. Und so passt das eigentlich auch ganz gut für mich. Kann ich den hier irgendwie noch... Ah, komm schon, nicht runterrutschen. Kann ich da noch einen längeren hinsetzen? Das passt auch. Ja, die kann man vielleicht auch so rausgucken lassen. So, jetzt würde ich tatsächlich noch, oder warte mal, wir machen das so. Das ist nämlich ein ganz cooler Ansatz für eine Treppe eigentlich. Ja, wenn wir jetzt hier einfach die Holztreppe ansetzen, dass wir auch da hochkommen und dann immer so blöd da rumspringen müssen. So, ja. Dann machen wir hier noch schön Bällchen hin. Und dann würde ich gerne ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen. Har har. Oder warte mal anders. Nee, 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 warte mal. Ich habe da noch eine andere Idee. Wenn wir hier einfach rundrum... nee, da. Nee, auch nicht. Hä? Ach, ich bin ja doof. Kann ich ja noch gar nicht. Haha. Ich wollte jetzt gerade einen Steinweg machen, ne? Aber habe ich ja noch gar nicht. Nee, na gut. Dann lasst uns weiter das Gras drumherum machen. Ich weiß, jetzt haben wir gerade diese Wurzeln hier gebaut, aber das legen wir uns gleich wieder frei. Aber dann muss das erstmal hier so mit in die Gegend mit rein projizieren. Damit das nachher auch hübsch aussieht. Okay, hier werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen was wegschlagen müssen, weil das gefällt mir so überhaupt nicht. Du kommst ja gar nicht drum herum. Und schon wieder das ganze Essen weg. Meine Güte, was der sich hier reinfährt, das ist unglaublich. So einen Appetit musste man haben. So. Nee, da, genau. Befestigen. Wir wollen den Weg befestigen. So, zack. Und zack. Hier haben wir ja schon gemacht. Das passt für mich. Und dann hier noch ein Stück. Und da noch ein Stück. Hier noch. Da noch. Hier noch. Und hier geht auch noch. So, das können wir eigentlich so lassen hier. Das passt auch für mich. Aber hier, das ist ziemlich zugewuchert. So, und hier hatte man ja auch gesagt, dass wir hier noch was frei machen. Jo.
Ja, das ist ganz, also ich finde es manchmal schon kompliziert, hier die Waage so ein bisschen zu finden, ja, zwischen Grün und Nicht-Grün. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich ganz gelungen hier. Müssen wir mal gucken. Also ich werde da immer wieder noch mal ein bisschen was optimieren und euch mitnehmen. Aber prinzipiell finde ich, ist unser Portal-Hub erstmal fertig. Ich werde das noch ein bisschen beschriften oder irgendwie mir noch was einfallen lassen. Ich habe schon überlegt, ob ich da Trophäen hinhänge oder so. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, deswegen machen wir hier eigentlich auch mal Cut. Ja, was ihr davon haltet, wie euch das Ganze gefällt. Ob ihr sagt, Mensch, ist super oder, oh nee, das war ja mal nix. Bin ich mal echt gespannt oder habt ihr vielleicht noch Verbesserungsvorschläge, was ihr noch anders machen könnte? Schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Kommt auf den Discord mit drauf. Schreibt mich da an. Ich bin überall für euch zu erreichen. Tut es einfach. Gut, was soll ich sagen? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Und habt einen guten Start in die neue Woche und tschö, mitte.